Ja, hallo, und wenn ihr wissen wollt, was man noch aus diesem Set alles machen kann, dann bleibt dran bis nach dem Intro. Ja, hallo, und hier ist wieder Dietmar im Klemmbausteinkeller. Und ja, heute ist der erste Advent. Und ich hoffe, ihr habt auch eine nahezu, ja, vielleicht eine besinnliche Weihnachtsstimmung schon intus. Ja gut, heute Abend geht es ja nochmal gegen die Spanier. Mal gucken, ob wir gewinnen. Ich habe da keine großartige Hoffnung mehr dabei. Aber gut, dann haben so Kollegen von der Fußballfraktion vielleicht ein bisschen mehr Zeit, Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Oder man könnte sogar vielleicht mal anfangen, sich mal an sowas hier ranzutrauen. Ja gut, das ist jetzt ein Set. Und zwar habe ich ja schon mal vorgestellt, Speed Champions, Fast and Furious, der Dodge. Ja, mit dem guten Vin Diesel drin. Gut. Jetzt hat man sich natürlich überlegt, oder es gibt ein, zwei Kollegen unter uns, die sich wahrscheinlich gedacht haben, ja super, dieses Set, das ist ja nun wirklich schon altbacken. Vielleicht kann man da ein bisschen was anderes draus machen. Und ich habe einen Mock gefunden oder einen Umbau. Wie nennt man das, wenn man ein Set, was schon besteht, umbaut zu einem anderen Set? Gut, vielleicht schreibt mir das einfach mal in die Kommentare, was ihr da so von haltet. Und zwar gibt es ja mehrere Möglichkeiten, aus diesem Dodge Charger andere Fahrzeuge zu entwickeln. Gut, das letzte, was ich gesehen habe, hat mir auch sehr gut gefallen. Das war ein Bel Air, der sah richtig genial aus. Und ich finde es so und so super klasse, wenn die Leute sich jemand mit ja, bestehenden Sets auseinandersetzen und dann irgendwas anderes draus bauen. Mit natürlich den Steinen, die vorhanden sind. Also man kann da keine Steine additionell dazusetzen halt. Man kann natürlich Steine weglassen. So, und bei dem Set, was ich euch jetzt vorstellen möchte, oder bei dem Umbau, da sind ein, zwei Steine weggelassen worden. Ein, zwei Steine wurden gar nicht genutzt. Aber das finale Ergebnis fand ich schon ziemlich cool. Ich zeige es einfach jetzt einfach mal. Ich rolle ihn einfach mal rein. Den mal ein bisschen beiseite. Und dann ist er. Soweit ich das richtig verstanden habe, ist das jetzt ein Batmobil. Und zwar aus der, oder ein Fahrzeug, was nachempfunden worden ist, aus der Animated Series. Ja. Leider gibt es hier noch kein offizielles Set seitens der Firma Lego von diesem Franchise. Aber wäre schon ziemlich geil, weil es gibt schon ein, zwei coole Umbauten, aber halt im größeren Format. Die sind dann, ja, das heißt, man hat praktisch jemand dann das alte Batman-Mobil genommen für 250 Euro und hat eben einen von diesen Art und Weise draus gebaut. Was das Auto ja auszeichnet, ist halt, klar, diese typischen Bettflügel auf der Rückseite, aber immer die sehr, sehr lang gezogene Motorhaube und diesen typischen Frontkühlergrill. So, jetzt kann man natürlich sagen, klar, mit einem Fundus von allen Steinen, die man so hat oder die einfach verfügbar sind, da so ein Set rauszubauen, das ist ja super, das geht ja halt einfach. Aber ich finde es einfach total genial, wenn man sich anzieht oder einfach mal mit Bausteinen, die in einem Set vorhanden sind, sowas zu bauen. Und das finde ich schon wieder ziemlich cool. Ups. Und da muss man wirklich sagen, Hut ab. Also solche Leute. Ja gut, ich bin ja beim Amscan ja auch noch dabei. Da bin ich gerade dabei, die Teilliste zu bestellen oder Teilliste zu erstellen halt. Es gibt auch noch ein anderes Modell von Scania, was ich danach habe. Aber gut, das kommt vielleicht beim nächsten Mal. Da stelle ich euch vielleicht dann mal das zusammen vor. Gut. Aber was haben wir jetzt im Endeffekt? Wir haben jetzt einen Batmobil. Hat natürlich hier und da zwei kleine Lücken drin. Also zwei kleine Sachen, die man besser machen konnte. Zum Beispiel jetzt hier unten das mit den Noppen. Das hätte man schicker machen können. Ich hoffe, man kann das so sehen. Das ist halt ein bisschen vernoppt, das Ganze. Auch die Platten auf den Seiten. Hier hat man einfach mal eine 2x3 Fliese oder einmal 2x4 Fliese gearbeitet. Auf der anderen Seite, weil natürlich die Steine nicht mehr vorhanden waren, hat man das Ganze mit so einer 1x4 Plate gemacht. Und die ist dummerweise auf der Rückseite nicht
unterlegt. Das heißt also, wenn man da so drauf drückt, dann klappt die halt ein bisschen weg. Gut, von oben so die Ansicht. Es ist halt alles ein bisschen filigraner gemacht, aber von der Sache an sich her schon coole Umsetzung. Also ich bin echt mehr als begeistert. Ja. Gut, Lenkrad ist leider nicht mit drin. Ja, das ist so die Heckansicht von dem Fahrzeug. Da haben wir noch denn diese futuristischen, gut geprinteten Radkappen mit eingebaut. Finde ich auch total klasse, wie man das gemacht hat. Die Radkappen können ja normalerweise klar auf die Radkappen drauf. Hier sieht man jetzt halt nur die Räder und hat mal vorne mit der so ein Pin drauf oder so. Ah, sieht schon cool aus. Also man hat sich hier schon auch Mühe, auch die Front vorne. Also die Bautechnik da, das ist schon cool. Also nun, ja. Also unten hat man dann, was ich hier zum Beispiel auch, die 1x2 Klarsichtbausteine mit eingebaut. Ja. Also ich frage mich dann ernsthaft, wäre ich denn in der Lage, sowas hinzubauen? Ja, also ich sag mal so, ein Umbau, okay, aber einen kompletten Neubau, das wird schon schwieriger. Das Einzige, was mir immer wieder auffällt, ist, dass bei den Fliesen, ich weiß nicht, ob die Fliesen früher, ob die glatt waren. Also zumindest, ob man immer diese Ringe nicht sehen konnte. Aber hier hat man das Problem, man sieht das vielleicht hier so ein bisschen, dass man hier so die Ringe sehen kann, so die Noppen von der anderen Seite. Ich hoffe, das kann man so einigermaßen sehen. Das finde ich natürlich nicht ganz so toll. Ne? Da sieht man also auf sämtlichen Bausteinen hier, sobald es eine Fliese ist, halt, sieht man auf der anderen Seite dann auch diese Noppen. Gut, wahrscheinlich ist das pressbedingt nicht anders machbar, aber es sieht halt nicht besonders schön aus. Gut. Aber das ist wiederum ein anderes Problemchen. Ja, wie findet ihr solche Umbauten? Findet ihr sowas gut hat? Ich meine, als Wiederverwertbarkeit hat. Gut, eine Fliese muss ich halt ersetzen, sonst müsste ich eben mal den Aufkleber abnehmen. Da war es ja hier vorne dieser Dodge Charger Aufkleber drauf hat, den muss ich denn durch eine andere Fliese ersetzen, sonst müsste ich den da abknibbeln und das wollte ich nicht unbedingt. Gut, ich weiß nicht, ob ich diesen Dodge Charger nochmal wieder aufbauen werde. Oder vielleicht mal ein anderes Set von den aufbauen. Vielleicht mal diesen Bel Air, der wäre auch gar nicht mal so schlecht. Ja, was haltet ihr davon? Ist das was für euch? Mögt ihr da jemand alles jetzt umzubauen oder seid ihr einfach nur der Sammler, der sagt, komm, ich will alles von der einen Serie haben? Ja. Wenn man den Platz dabei hat, ich meine Speed Champions, das wird ja immer mehr und mehr. Auch bei anderen Sets wird es ja immer mehr und mehr. Da muss man schon so ein bisschen selektieren. Gut. Oder kauft er einfach nur die Sets und sagt, okay, ich stelle sie hin und ich staub die einfach nur einmal eine Woche ab. Ja. So viel soll es auch mal für diese Woche von mir gewesen sein. Leider kommt nicht mehr. Ich habe an sich ein Set schon auf Warteschleife gehabt, aber dieses Set hat dummerweise eine sehr, sehr hohe Nachfrage und ich hoffe, dass das Ganze nächste Woche kommen wird. Ansonsten habe ich nächste Woche ein kleines Problem, weil ich dann keine großartige Idee habe, was man machen könnte. Aber gut, man hat ja eine Woche Zeit. Vielleicht fällt mir dann auch irgendwas Praktisches Gutes ein, was man machen könnte. Vielleicht kommen auch sogar die Teile von den Scania. Dann kann ich euch mal zeigen, wie weit wir da gekommen sind. Ja, ansonsten würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bitte zu entschuldigen, dass diese Woche nicht mehr kommt, aber ich musste dummerweise innerhalb von ein paar Tagen umschwenken halt. Und das ging halt nicht ganz so einfach. Ja, ansonsten, wie gesagt, bedanke mich fürs Zuschauen. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie die Bildqualität ist, beziehungsweise auch die Tonqualität ist, weil ich habe es mal vom Smartphone auf eine Kamera umgeschwenkt. Und ich hoffe, das funktioniert so einigermaßen, wie ich mir das vorgestellt habe. Sieht zumindest auf dem Display ziemlich cool aus. Schauen wir mal. Also wir haben da mal kurz in die Kommentare schreiben, wie ihr so die Ton- und Bildqualität findet. Ob das für euch so okay ist halt. Auch die Ausleuchtung. Ja, ansonsten, wie gesagt, bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen ersten Advent, wenn ihr das heute direkt sehen solltet. Ansonsten, wie gesagt, viel Spaß bei euren Einbauprojekten. Ja, über einen Daumen hoch würde ich mich natürlich freuen. Ansonsten einfach mal abonnieren. Ja, ansonsten, wie gesagt, sieht man sich dann nächste Woche Sonntag wieder. Selbe Welle, selbe Stelle. Euer Dietmar im Klemmbausteinkeller.